ganz Neues am Sektor Smart Home? Was wird gewünscht, was wird angeboten? Ja, das Thema ist massentauglich geworden. Also es ist seit Jahren aktuell, seit Jahren wird darüber geredet, aber wir waren immer die Einzigen da auf der Bauen und Energie. Dieses Jahr ist es anders und es ist wirklich ein Schwerpunkt der Messe, weil einfach das zum Standard geworden ist und man nicht mehr so wie vor 50 Jahren verkabeln möchte und eine alte Elektroinstallation haben will, sondern wirklich zeitgemäß, wo eben nicht nur das Stromsignal, sondern auch Daten übertragen werden können. Welche Features sind gefragt? Am gefragtesten ist die Beschattung. Ganz klar, jeder möchte das mit Motor steuern und nicht mehr kurbeln oder an einer Leine ziehen, um einen Raster oder Rollo zu steuern. Und dann natürlich auch Beleuchtung und die Heizung ist auch ein ganz großes Thema. Also diese drei Features, wir sagen immer die Basis, Beschattung, Beleuchtung, Beheizung, das ist das, was am gefragtesten ist. Was gibt es da zum Thema Sicherheit? Manche Leute haben Bedenken bei Smart Homes, man kann das hacken. Was können Sie dem entgegenbringen? Prinzipiell ist das richtig, jedes System ist hackbar, aber man kann ein System so sicher wie möglich machen. Bei dem System, das wir verkaufen von Luxon, ist ein österreichischer Hersteller, hat die Daten am Miniserver im Haus gespeichert. Es findet kein Datenaustausch nach außen statt, es gibt keine Cloud, wo Daten liegen oder es liegt nicht in Amerika oder irgendwo anders. Also es liegt wirklich beim Benutzer, beim Eigentümer im Objekt. Ich kann natürlich das System öffnen und von extern zugänglich machen mit einer Internetverbindung. Und da ist es dann ganz wichtig, dass ich eben zum Beispiel eine VPN-Verbindung habe, wo ich einen Tunnel vom Handy, von meinem Endgerät genau zu meiner Zentrale habe. Was ist so quasi die Standardausrüstung preismäßig? Was muss ein Einfamilienhausbesitzer rechnen, wenn er ihre 3B-Standard-Features haben will? Also Preisschätzung ist immer ganz schwierig, weil es ein sehr individuelles Produkt ist. Aber wenn man Beschattung, Beleuchtung und Beheizung inkludiert mit einem Miniserver, mit dimmbaren Lichtkreisen, dann ist man circa bei 100 € am Quadratmeter.